Also, kurz mal vorweg die Info. Wieso gab es letzte Woche kein Video? Es lief ziemlich beschissen. Ich dachte, ich will die Flash Drive Mission machen, weil dahinter sind halt eine Menge Missions. Gerade bei Skier. Vor allem dann auch die Peacekeeper Missions. Ist alles versteckt hinter dieser What's on the Flash Drive. Ja, wir haben 6 Stunden gesucht, 1 gefunden. Ist also nicht besonders effektiv und effizient. Und deswegen habe ich eine andere Route vorbereitet für heute. Und zwar theoretisch sind wir immer noch Level 15. Jetzt, um die zu craften und auch um halt ein bisschen aufzuholen, was so PvP angeht, gerade Muni, macht es aktuell Sinn, dass wir halt unser Level ein bisschen pushen und unser Hideout weiter ausbauen. Gerade Workbench Level 2 wäre wichtig, dafür müssen wir aber Level 20 erreichen und Mechanic Level 2. Das wird eben Topic sein. Also, bevor ihr fragt, der Link zu dem Ding wird in der Videobeschreibung sein. Keine Sorge. Das ist genau, dass diese Frage kommt. Also, Debüt haben wir gemacht, Search Mission. Hier können wir alles häkeln. Da muss man das einzeln. So, das haben wir alles gemacht. Genau. Jetzt hier, Ice Cream Cones. Da waren wir letztes Mal dran. Das ist ziemlich wichtig, dass wir die machen, weil wir wollen zu den Punisher Missions kommen. Die geben uns dann auch Zugang zu besser Muni, besseren Waffen und vor allem einen schönen großer Container dann auch für unser Pouch. Jetzt Ice Cream Cones ist ziemlich easy. Da wird verlangt, dass wir diese 60er Magazine abgeben und die kann man craften hier auf der Toilette. Da, voilà. Ist ziemlich einfach mit dem Flea Market, ist easy peasy. Dann können wir diese mal direkt mal abgeben. So. Eben, das gibt uns die beiden Missions und das ist ziemlich wichtig, weil das gibt uns dann die Möglichkeit, in Richtung Punisher zu gehen. Also, das heißt, hier auf der Website ist es noch gar nicht so, das stimmt gar nicht mehr ganz, weil wir kriegen Shaking Up Teller direkt. Und eben, das müssen wir machen, um Punisher freizuschalten. Also das haben wir mal erledigt damit, ne? Also da seid ihr auf dem gleichen Stand, diese Max Craften abgeben. Dann eben hier, die haben wir in letzten Videos alle angeschaut. Und hier ist eben das Problem mit den Gas Analyzer, die haben wir jetzt auch gecraftet auf der Workbench, das kann man mittlerweile. Dann kommt Painkiller. Ich habe jetzt die Painkiller schon gesammelt im Verlauf, ich habe hier einiges vorbereitet. Aber wir schauen uns an, wo ihr die finden würdet, wenn ihr die nicht habt. So. Eben, das gibt uns Farm Assist. Und das ist sozusagen die Vormission zu richtig vielen guten Sachen. Wenn wir die nämlich gemacht haben, kriegen wir so viele Missions, die wir ziemlich easy nebenbei machen können. Und das gibt uns so viel Erfahrung. Das ist jenseits von Gut und Böse. Also heißt bei Therapist, das hier ist auch auf Customs, ist dann der nächste Punkt. Heißt, wir haben jetzt schon 2 Missions, die uns nach Dorms führen. Auf Customs können wir schön kombinieren. Eben, jetzt kommt Skier. Und das ist das Riesenproblem. Steer Up ist mit der Pistole, das bringt uns nichts, machen wir nicht. What's on the Flash Drive? Ja. Da können wir nicht weiter. Wir müssen es craften oder finden im Verlauf. Also das ist erstmal auf Halt, das ist wie es ist. Da können wir echt nichts machen. Das wäre halt cool, weil das würde die ganze Peacekeeper-Line freischalten und die haben wir aktuell nicht schon. Naja, ist wie es ist. Dann geht's weiter und hier ist die XP-Grube schlechthin. Weil die Gunsmith-Missions, die sind so easy und ihr seht schon, die schalten andere Missionen frei. War das Signal. Oder viel wichtiger, der Tarkov-Shooter. Der ist ziemlich wichtig. Wiederum. Und unten haben wir die Farming-Missions, die gucken wir auch gleich an. Aber Gunsmith ist so easy und ich wollte hier kurz zeigen, wie. Was ihr macht. Gunsmith Part 2 müssen wir zum Beispiel machen. Dann gehen wir da drauf. Und dann kriegt ihr Werbung. Nice. Und also, und dann im Wiki steht immer drin, wie man die modden muss. Und dann macht ihr genau das Gleiche. Aber ihr seht auch, wo ihr die kriegt. Also das ist immer sehr hilfreich. Also hier sehen wir schon, wie wir das machen müssen. Und dann machen wir das kurz. Also das heißt, wir brauchen eine RKS. Und das ist wirklich, also wenn ihr XP machen wollt, Gunsmith Missions, beste, was ihr machen könnt. Dann haben wir Stand da, Zenith B11. Ah ne, den Griff fehlt noch. Der Griff, Deutsch.
der die Dust griff. So, und ihr seht schon, das Häkchen hier heißt, dass die Mission erfüllt ist. Übrigens, mittlere Maustaste könnt ihr einklappen. Für die Mission ist das wichtig, weil die Waffe darf nur 6 Slots brauchen. Und schon haben wir ganz mehr erledigt. Voilà. Und damit kriegen wir Signal. Das machen wir ja vorerst nicht, das ist Shoreland, das kombinieren wir dann später. Dann Gunsmith Part 3, eine MP5, genau gleich. Was man im Grunde machen muss, ist eine MP5 SD bauen. Mit einem 50er Mac und einem NC Star Blue Laser. Also machen wir das auch kurz. Yes. So. Nächste abgeben. 6000 Erfahrung schon wieder. Game is slowed. Oh. So. Aber dann haben wir die M4 hier eigentlich auch ready. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist das 100er Magazin. Aber, ja, oder das 60er war es, ne? Aber das musst du entweder finden oder traden. So, also der hier bleibt erstmal stehen, bis wir einen Mac finden. Das ist ein bisschen doof für die Shooter-Reihe, aber das passt schon. Aber hier seht ihr, ihr könnt ja jede Menge XP machen. Farming ist dann auf Factory. Das ist dann das nächste Thema. Rackman lassen wir erst vorerst sein, weil das Interchange, das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt kommt Jäger. Jäger ist die Nummer 1, wenn es darum geht, Erfahrung zu sammeln. Der Typ, seine Mission geben so viel Erfahrung. Also die haben wir. Auf die hier, ich glaube, ne, die haben wir auch. Die haben wir. Das ist alles ziemlich, also das haben wir angeschaut, es war ziemlich easy. Im Grunde dehydriert, musste man am Ende noch Scavs töten. Jetzt. Das hier ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist die schwierigste. Aber das ist nicht besonders wichtig. Der Tough Guy. Da müssen wir nochmal wurzeln. Ne, aber der hier. Wir müssen auf Factory. Müssen wir Leute im Office-Bereich töten. Und das ergibt sich ziemlich angenehm, denn wir haben ja noch den Brief von Brabore. Hier Postmann. Der ist auch auf Factory. Postman, Postmann. Postbote, whatever. Das ist Factory. Dann haben wir eben Mechanic, Farming, was wir da in diese Questline, das ist auch Factory. Und er will auch, dass wir Factory gehen. Und damit fangen wir an. Also ich denke, auf Factories sind Shotguns sehr vertreten. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Rüstung, um uns vor Shotguns zu schützen. Und da könnt ihr auch ziemliche Müllrüstung nehmen. Ich mag die Presseweste, wenn ich sie sehe. Die hier. Da kann man eine absolut kaputte kaufen für 20.000 Rubel. Die kurz flecken. Voilà. Die verliert fast keine Durability. So günstig. Was wir dann eigentlich nur noch brauchen, ist einen kleinen Rucksack. Und bei Jäger eine fette Shotgun. Meine absolute Lieblings-Shotgun für Factory. Was ich normalerweise mache, ist vom Modding her ein größeres Magazin ran. Spielt eigentlich so eine Rolle, welches. Was ich dann mag, ist eine Flashlight dran zu packen. Und das war's. Und das ist meine Factory Shotgun. Das mache ich das ganz gerne. Ey, saugute Factory. Und dann machen wir noch Ammo. Und zwar empfehle ich hier Magnum Buckshot. Kann man aktuell noch im Flea-Markt kaufen. Hat schon seinen Preis, aber es ist im Rahmen. Also es ist nicht so teuer. Jetzt, warum der Rucksack? Wir müssen 2 Toolsets mitnehmen, denn wir müssen was reparieren. Und eben wieder, Anfang Wipe, die sind so teuer, aber jetzt, weil wir so spät dran sind, sind die spottbillig. Hat auch seine Vorteile, wenn man später anfängt. So. Da rennen schon 2. Jetzt, das wird alles ein bisschen aggressiv, das ist Factory, ne? Das ist eine UMP, die da schießt, die Silent. Ah, die sind rübergerannt. Jetzt, wir müssen genau dahin, wo die sind. Mit den Toolsets. Ja, ein bisschen doof. Jetzt, wir müssen da in die Ecke. Aber da sind welche drin. Ach komm, der Abend ist jung.
Wir sehen seine Beinchen. Kann ich auf seine Beinchen schießen? Nur ein Kopf ist besser. Also wir müssen das hier reparieren. Ich habe hinten einen gehört. Aber vielleicht schaffen wir das, das kurz zu reparieren, bevor der kommt. So, das konnten wir machen. Easy. Weil er ist ja nicht mehr im Gang. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, oh, das sind die Blendschüsse. Schade. Okay. Ja, Facial, alles, da machst du nichts. Ich glaube, wir haben ihm sogar noch ins Gesicht geschossen. Yes, wir haben ihm sogar noch richtig ins Gesicht geschossen. Guck mal. Das Facial kann er knicken. Aber easy, wir haben eins repariert. Dann müssen wir jetzt noch das zweite und danach halten wir uns eigentlich nur noch in Office auf. So, das Spawn ist ziemlich gut für was wir vorhaben. Das Problem ist, wir sind halt nicht alleine. Ich guck das mit Jiggle Peaken, gucken wir dann die anderen Videos an. Oh. Habt ihr nicht gesehen? Weiß ich, wo der ist. Aber wie immer, ne? Factory könnt ihr euch eigentlich dauernd einen Painkiller reinzimmern. Werdet ihn brauchen. Ich weiß halt nicht, ob wir so kacken dreist sein können und einmal sagen, drauf geschissen. Aber wir probieren's mal. Vielleicht funktioniert's. Wenn wir so kacken dreist sind. Wenn wir uns hinlegen, sieht er uns vielleicht nicht. Easy. Aber okay, dann haben wir die erste Mission schon erledigt. Oh nice, die kommen rein. Ah, ich glaube, die gehen unten rein, ne? Die Ecke ist ein bisschen doof mit der Shotgun, weil die ganz schön lang ist. Ja, da sind die. Haben die mich echt nicht gehört? Okay. Das waren alle. Ups, hat's geleckt. Also, so nochmal Recap. Was war hier? Im Grunde, das waren zwei Teams. Und was mich hier gerettet hat, war es, wieder rauszugehen und die zwei ineinander reinlaufen zu lassen. Aber ganz ehrlich, es gibt 1001 Video zu PvP, mach dies und das. Am Ende musst du einfach dich selber ein bisschen überwinden und probieren. Hey, weil ihr könnt die beste Strat haben, wenn euer Gegner sich nicht so verhält, wie ihr das erwartet, dann klappt es trotzdem nicht. Und kann so viel schief gehen, ihr müsst wirklich probieren PvP. Ihr müsst Erfahrung sammeln. Das kann euch keiner in einem Video einfach mitgeben. Und ne Nate. So. Passt. Aber wir könnten jetzt noch einen Zettel holen, aber von der Time her, ihr müsst einen im Kopf behalten. Irgendwann spawnen die Scav-Spieler rein. Und ihr wollt eigentlich nicht, wenn ihr irgendeine Mission habt oder was zu verlieren habt, dann wollt ihr nicht gegen Scav-Spieler spielen. 800 Damage. Das ist die Beauty. Das ist einfach die Schönheit von dieser Shotgun. Mit Magnum Buckshot. Einfach in die Beine rein und dann ist egal, was die Farmer haben. Boah, M855A1 hatte der. Ah, stimmt. Das haben wir letzte Woche noch besprochen gehabt. Was ich hier auf dem Channel machen werde, und zwar immer, ist, wenn wir Gear von dicken Spielern kriegen, oder einfach generell Gear, auf das man eigentlich keinen Zugriff hätte, nur wenn man halt ein PvP gewinnt, das verkaufen wir auf dem Channel hier. War konsequent. Einfach weil eben, damit das, die Idee von der Reihe ist, dass sie nachspielbar ist. Man soll das hier nachmachen können. Und wenn ich natürlich in der ersten, im ersten Raid was Dickes kriege und das dann spiele, den Rest vom Abend, das ist halt einfach nicht nachvollziehbar, nicht nachmachbar und deswegen
wird das immer verschwinden. Das ist nur so am Rande nebenbei. Aber dass das schön nachspielbar ist, das Ganze. Voilà. So, dann geht's ja direkt nochmal auf Factory. Also, wir haben wieder den gleichen Spawn in der Ecke. Boah, der war richtig close, der Typ. Ey. Aber es ist schade, das war nicht im Office. Der Zettel, den wir brauchen, ist hier. Um in dieser Scaff-Leiche da oben im Kragen drin. Müssen wir es erreichen, dass die PMCs hier hinkommen. Eine Marlboro. Brauchen wir dafür Bad Habits, die kippen. Ah, übrigens, wenn ihr die Treppen hochgeht, ihr guckt oben. Er guckt hier die Tür. Er guckt hier die Ecke. Er bleibt auf dieser Ecke bis hier, aber hier können sie auch sein. Und erst hier switcht die wieder nach oben. Also, oben gucken. Wenn ihr hier kommt, oben, hier um die Ecke. Dann Tür. Dann oben. Dann oben zweite und hier wieder nach oben drehen. Ja, das ist das Problem, der wird jetzt einfach in Office drinnen sitzen bleiben und nie wieder rauskommen. Er lootet die Taschen. Wir probieren es jetzt. Wir könnten jetzt eine halbe Stunde hier sitzen bleiben und warten, bis der sich traut, aber... Ah, das Timing ist unglücklich. So, sorry, war gerade abgelenkt. Ey, nochmal Power, ey, vielen Dank. Boah, wie hoch die schon im Level alle sind, ne? Aber ich denke wirklich, das Wichtigste hier ist, traut euch. Auch wenn ihr 100 Versuche braucht, like, ihr lernt was, während ihr das probiert. Ja, die XP gönnen wir uns noch. So. Meine Scavs sind gute XP, gerade wenn man sie mit einem Headshot wegmachen kann. Oh, das ist verdächtig. Hintere Tür ist nicht offen. Ja. Okay. Da liegt eine Leiche. Okay, wir haben Exit Camper. Wenn wir Exit Camper haben, sind die meistens hier in der Ecke links. Also, was ihr macht, ist rein und pre-firen. Ah, übrigens, die Rackman Mission ist einfach nur, weil wir Level 17 erreicht haben. Dann können wir die kurz annehmen, dass der Ruhe gibt, ne? Weil, wie gesagt, die gucken wir später an. Im Mechanic Farming Part 1 fertig. Farming Part 2 ist super easy. Hier muss man wirklich einmal nur gewisse Items im Raid finden. Das sind herkömmliche Items. Die Quartz und die T-Shape Plugs. Die werden wir früher oder später, werden wir die zusammen haben. Falls man jedoch Pech hat, kann man die wie so oft craften. Ist aber ganz schön teuer. Also die hier könnten wir craften. Die müssen wir abgeben. Und in die hier und auch craften. Auch ganz schön teuer. Also, und die hier kann man auch craften. Also, ja, einfach euch überlassen. Wenn es schnell gehen muss und Geld keine Rolle spielt, dann ey, craftet die Dinger. Und wir gucken uns dann noch an, wie wir die finden. So. Eben bei Prapor, der Brief noch. Jetzt, den muss man bei Therapist abgeben. Also die Abgabe ist dann bei ihr. Da. Und bei ihm kann man ihn auch abgeben. Die zweimal Erfahrung. Insgesamt fast 9000 irgendwas. Also eine Menge Erfahrung für so eine easy Mission. Okay, dann haben wir die durch. Anne ist shaking up Teller. Jetzt muss er wirklich nur noch den einen im Office töten und danach die restlichen Missions Customs. Und da haben wir schon richtig brutal Fortschritt gemacht gerade. Was XP angeht. Mit Gunsmith, mit jetzt der Mission, also mit Reparieren auf Factory, mit dem Brief, jetzt mit Jäger. Und dann kommen die alle. Also das geht dann alles Schlag auf Schlag. Das geht dann extrem schnell hoch mit dem Level.
Aber das sehen wir dann gleich. Machen wir den letzten Kill noch. Ah, der Spawn ist giftig. Was ich hier gerne machen, ist hier drauf jumpen. Ah, wir haben den. Ah, der lootet oben die Dinger. Der lootet oben den Drawer. Also hier genau gleich oben, Tür, oben, oben zwei, ganz oben. Immer gleicher Ablauf beim Peeken. Und there we go. Jetzt oder nie. Ah, meine Maus ist noch am Kabel. Ich konnte gerade nicht so weit drehen. Okay, also nochmal kurz Recap, weil das ging ein bisschen schnell. Ihr wollt selten von dieser Tür aus pushen, weil was Leute gerne machen, ist, wenn jetzt nur von da kommt, dann legen sie sich einfach hier hin und oder schießen auf eure Beine. Heißt, ich push sehr gerne von der Tür. Oder wenn ihr da pusht, dann muss es wirklich schnell gehen. Und dann setzen sich Leute gerne entweder hier oben hin oder hier oben oder da hinten. Die setzen sich gerne irgendwo oben hin. Und der zweite hat halt gelootet. Also, das ist halt, was hier passiert ist. Aber das ist ziemlich üblich. So. Dann haben wir auf Factory alles, soweit ich weiß. Und kurzer Check. Factory, ja, haben wir alles. Aber eben, Factory, ihr müsst einfach üben. Da müsst ihr aber rein probieren. Das Einzige, was ich sagen kann, was ich nicht empfehle, ist, in diesem langen Gang, wo wir jetzt gerade waren, wo wir gepusht haben, dieses Geduldsbattle zu machen, wo einer halt schon in den Gang aimt, der andere piekt immer. Ich find's besser, wenn man bei den Treppen fightet, gerade mit einer Shotgun. Das ist so der Einzige und der Rest muss ich wirklich üben. Also in dem Falle gibt's einfach keinen Tipp von wegen, ja, mach das und dann kriegst du das garantiert. Das ist halt PvP und das ist halt so dynamisch. Da müsst ihr einfach üben. Aber der Vorteil, ihr werdet besser, je mehr ihr übt. Also könnt ihr sozusagen nichts verlieren. Dann gehen wir die auch ab. Und jetzt kommt das Coole. Mal kurz Musik unterbrechen. Jetzt haben wir zum einen Reshala töten, da wir sowieso Custom spielen. Wer weiß, vielleicht klappt's. Und die Mission ist so easy. Einmal nur 30 Scavs töten. Dafür kriegen wir auch nochmal einen ordentlichen Batzen Erfahrung. Jetzt, wir sind schon Level 19. Wir haben jetzt gerade ein ganzes Level gemacht. Wenn ihr natürlich das von Level 15 anspielt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich Level 16,5 oder so. Aber macht ordentlich Fortschritt, wenn man die Mission so pusht. Gerade Jäger Missions geben so viel Erfahrung. Also, wie machen wir das Ganze jetzt auf Customs? Gerade mit Waffen. Jetzt mit Level 15 schalten wir gewisse Sachen frei, zum Beispiel Peacekeeper. Aber bei Peacekeeper müsst ihr einfach Umsatz machen und der einfachste Weg ist halt, ihr kauft euch einfach $10.000. Ihr wisst ja jetzt, wie man Geld macht, also das ist der einfachste Weg, um das freizuschalten. Habe ich gemacht, deswegen habe ich so viel Geld bei ihm. Jetzt können wir uns M80 kaufen. Eine richtig gute Kugel. Und wenn wir M80 haben, können wir uns eine K-Tech auf dem Fleamarket kaufen. Muss man nicht modden. Ein Griff dran, ein Visier dran und die Waffe ist fertig. Gutes Ding, aber Singlefire. Habe ich sonst auch ein komplettes Video dazu. Andere Alternative, RPK. Denn wir können uns BT kaufen. Auch richtig gute Waffe. RPK statt AK, weil eine RPK kann man sehr grundlegend modden. Also wirklich vorne was dran und ein Griff dran, ein Visier oben drauf und wir sind fertig. Das sind drei Mods. Und wir kommen schon auf unter 60 Recoil. Das ist verdammt stark. In der AK brauchen wir ein bisschen mehr Mods. Und immer so, wenn ihr die AK craftet im Hideout, dann nehmt die AK. Wenn ihr was anderes craftet und dann beides sowieso kaufen müsst, dann spielt die RPK. Weil die RPK ist hier, kostet 45.000, die AK kostet 35.000, Unterschied von 10.000, aber eben, bei dem Ding haben wir drei Mods und wir sind fertig. Und die letzte Wahl, also ich würde sagen, RPK, RFB sind gute Waffen aktuell, oder ihr spielt die klassische VPO. Die hier.
Weil da könnt ihr euch jetzt AP-Munition kaufen. Und die macht One-Shot. Wenn der Typ keine gute Rüstung hat, ist das hier One-Shot in die Brust. Fertig. Das sind so die drei Primärwaffen, auf die ich mich fokussieren würde. Also AK, RPK, RB oder eine VPO. Ich werde jetzt ein bisschen mit der RPK spielen, aber weil ich, keine Ahnung, ich habe gerade Lust. Aber wichtig, spielt gute Ammo. Wenn ihr Geld sparen wollt, dann macht 15 BP rein zuerst, dann 15 BT obendrauf. Aber spielt wirklich gute Ammo, weil eben, wir sind im Nachteil. Wir spielen gegen Leute, die deutlich weiter sind im Wipe. Und da können wir uns es nicht leisten, auch noch bei der Ammo zu sparen. Das wird uns unseren Arsch kosten. Also mindestens BT muss sein. Ey, ihr könnt's unterscheiden, dass zuerst BT rausfliegt, 15 Kugeln, und dann der Rest ist BP, weil bis dahin sollte die Rüstung kaputt sein. Aber wirklich, spielt gute Ammo. Also, nächste Priority. Farming Part 2 abschließen. Dazu müssen wir ein paar Electronics und Sachen finden. Ziemlich easy. Wenn wir sehen auf Customs. Pharmacist unbedingt machen. Damit wir da die Tushonka-Mission kriegen und die Car-Repair-Mission, weil die kann man mit Geld einfach abschließen. Und hier Shaking Up Teller, damit wir endlich mit der Punisher dann beginnen können. Das ist Prio. Das sind die drei Sachen, die wir unbedingt machen wollen. Und eben, das Einzige, was noch zu beachten ist, wenn wir Farming machen, schon mal Zigaretten beiseite legen für Bad Habit. Das ist das Einzige. Dann geht's ab auf Customs. Im Key 203 müssen wir haben und 114. Die zwei Keys für die Mission. Let's go. Wenn ihr kommentiert und liked bei Videos, ich glaube, viele Leute unterschätzen, was das für einen Einfluss hat. Das ist immens. Was der Algorithmus da rausliest. Also, wenn ihr Creator unterstützen wollt, immer liken und irgendwas darunter schreiben. Also, wenn ihr keinen Bock habt, einen richtigen Kommentar zu schreiben, schreibst du einfach gutes Video drunter. Fertig. Was hilft dem Creator ungemein? Was ein guter Spawn. Direkt am Anfang. Wir gucken kurz wegen Flash Drives. Hier können welche spawnen, aber nein. Ja gut, wir haben jetzt einen guten Spawn. Wenn man einen schlechten Spawn hat, eben wie letztes Mal auch schon, wenn man am Anfang ein bisschen rumgammelt und erst so nach 15, 20 Minuten Dorms geht, ist die Chance auch groß, dass niemand mehr da ist. Das wäre dann so der alternative Weg. Jetzt, das Ding, was wir brauchen, ist hier drin. Ja, das ist der Koffer hier oben drauf. Oh mein Gott, bei mir ist was runtergefallen. Jetzt, wenn wir schon hier sind, können wir eigentlich direkt ins andere gehen. Weil Run-Through ist egal bei Mission Items. Sehr schön. Ne, das sind Steps vom Spieler. Ah ja. Dieses Shift drücken, nicht mal Shift drücken, das, wo sie versuchen, die Steps zu covern, das machen nur Spieler. Also wenn wir den rausbringen, ist schon mal gut. Jetzt hier, wir könnten fighten. Aber... Dann machen wir doch mal erstmal den Kopf. Haben wir genug Geld? Yes. Verstecken wir uns irgendwo, weil wir es vom Fenster aus nicht sehen können. So, und warten. Und dann holen wir zumindest mal den Koffer raus und später holen wir dann halt das zweite Item. Was soll's? Ey, in dem Sinne hier ist halt abschätzen wichtig. Like, was gewinnen wir? Wenn wir ihn killen. Na, vielleicht ein bisschen Gier. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er anhat. Ich glaube, es ist ein Fall der richtigen Müll. Also gewinnen wir nicht viel. Was verlieren wir? Ja, wir müssen gleich nochmal Dorms gehen, nach der Runde. Und dann könnten wir wieder auf den Boy treffen und es könnte sich echt in die Länge ziehen. Also meiner Meinung nach nicht wert. Das Risiko. Da habe ich lieber den Koffer raus und eine Mission mehr. Wir müssen aber erst am Ende, wir müssen wirklich warten mit der Zeit, mit der Zeit oben. Dass wir erst hingehen, wenn er uns praktisch nicht mehr töten kann. So, jetzt.
Ja, genau. Dass auf jeden Fall das Erz da oben gestanden wäre, dass das Timing wirklich kurz ist. Therapist, ich hab dir deinen Koffer. Oh. Warum sind die Missionen so laut? Au. So, Permissions. Ja. So, wir haben übelst viele Missions. Mal ganz kurz. Diese hier, das ist wahrscheinlich die einfachste. Wir haben vor, im letzten Video mal geschaut, wie man Geld macht. Und bei Interchange hinten, da findet ihr so viele von den Dingern. Ne? So viele. Also das habt ihr locker vorher. Da könnt ihr auch ein Scaff Rate machen. Oder, wenn es gerade ein bisschen holprig läuft, einfach craften hier. Na, könnt ihr es einfach craften. Dann die andere Mission, Car Repair. Jetzt, man kann diese Batteries auch suchen gehen bei auf Interchange. Die findet man überall in den Regalen. Da muss man einfach die ganze Map wieder ablaufen. Die sind scheiße schwer. Ja, jetzt nicht unbedingt super selten, aber ne, trotzdem anstrengend. Aber man kann die auch craften. Workbench Level 2 dann Tank Battery kaufen. Und den habt ihr da auch abgeschlossen. Also, das ist wirklich so viel XP wieder. Was ist es? Ja, fast 12.000. Die werden wir so hinterhergeschmissen kriegen. War schon nice. Dafür, dass wir eigentlich, ja, nicht viel machen müssen. Deswegen war die Mission nicht so wichtig. Dann Shoreline Missions, die klatschen wir nächstes Mal zusammen und Woods auch. Also haben wir hier vorerst nichts mehr zu tun. Also könnt ihr wieder auf Customs gehen. Was man auch machen kann, eben immer kurz ein Scaffron of Factory. Da können wir die technische Kiste angucken. Da ist tatsächlich manchmal auch was Gutes drin. Und jetzt gibt's hier diese Kiste da hinten. Da kann gutes technisches Zeug drin sein. Also genau das, was wir brauchen für Farming jetzt gerade. In dem Fall nicht, aber hier könnten wir das auch finden, ne? Also zwischendurch mal ein Scaffron of Factory, einerseits eben auch ein bisschen Geld zu machen, wenn man es braucht. Auf jeden Fall gut. Dann kann man aber da diese Kiste mal ablaufen. Und dann halt direkt raus, ne? Die gute alte Regel. Nicht so viel Zeit um das Scaff verplempern. Ja, wir wollen die Skills leveln. Die levelt man nur mit PMC. Dann hatten wir zwei, drei schlechte Spawns und da haben wir es dann einfach so gemacht, dass wir eingesammelt haben, was da war und direkt wieder raus. Also einen Money Run rausgemacht, um halt auf einen besseren Spawn zu hoffen. Nice, schon wieder ein Dorm Spawn. Und deswegen mag ich kurze Runden, weil das ist so viel abhängig von den Spawns. Eben wie gesagt, im vorletzten Video habe ich gezeigt, wie ihr das machen könnt, wenn ihr einen schlechten Spawn habt. Eben einmal ein bisschen chillen auf der Map. Das würde ja weiterhin absolut valide. Ich ziehe jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen an in den Videos, einfach damit ich das zeigen kann. Weil wenn ich das immer mache mit, wir lassen 30 Minuten im Raid verstreichen oder so, dann kann ich ja halt zwei Raids zeigen in einem Video oder so. Ja. Deswegen ziehen wir ein bisschen Geschwindigkeit an, aber bei euch ganz klar, wenn ihr das langsam halten wollt, PvP ein bisschen aus dem Weg gehen wollt, könnt ihr das immer noch machen. Dann einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen vom Raid. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr auf ihn trefft. So. Wir müssen. Wir müssen, sorry, und Unterbrechung, 203. Den Koffer brauchen wir. Jetzt, wir haben den Koffer schon und der Exit ist gleich daneben. Also, egal, es ist ein Run-Through. Ah, nicht mal, wir haben einen Scaff getötet. Wir müssen ein bisschen XP generieren. 200 fast für ihn looten. 29 für seine AK. Ah, da waren mal Teilsteps. Und das war ein Headshot. Ey, wir wollen einfach nur den Koffer haben. Das oberste Priorität aktuell.
Ja, wer springt gerade da rein? Er hat ein bisschen Mühe, wie es scheint. Aber wir könnten ihn killen wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier durchschießen einfach. Also das Risiko nicht wert, wie gesagt, wieder Risiko abschätzen. Wir wollen den Koffer rausbringen. Das PvP würde uns jetzt nicht weiterhelfen. So, wir gehen wieder im letzten Moment dahin. Oh, auf dem Dach. Genau deswegen machen wir das mit der letzten Sekunde. Genau deswegen machen wir das. Schönes Beispiel. Danke dafür, unbekannter Spieler. So, wir haben Prapors geliebten Koffer. Jetzt fangen die Punisher-Missionen an. Eben, das machen wir schon mal das nächste Mal an, wenn wir Shoreline ein bisschen anfangen. Aber aktuell gucken wir, dass wir möglichst schnell Level 20 kommen. Aber ist klar, da haben wir die ein paar Missions eigentlich durch. Eben nur noch. Vor allem Mechanic würde ich halt gerne pushen, weil wir haben schon so viele Zigaretten. Dann wollen wir jetzt noch Power Cords. Easy und T-Shape Plugs. Ist machbar. Dazu. Also, wir rennen nochmal Customs, holen uns die T-Shape Plugs für die Mechanic Farming Mission. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir die Kabel finden, auch direkt. Ansonsten, die können wir dann im schlimmsten Fall auch einfach craften, die sind nicht so schlimm. Dann haben wir das auch. Und wenn wir dabei so einen kleinen Tushonker finden, umso besser. So. Den Spawn kennen wir aus vorherigen Episoden. Ihr wisst auch schon, was ich mache. Ich gehe in das Haus dort. Da sind auch sehr, sehr, sehr viele Toolboxen und so weiter. Das brauchen wir jetzt aktuell gerade für unsere Farming Mission. Das ist also absolut perfekt. Jetzt den Stuff, den wir brauchen, der ist da oben. Oder kann da oben sein. Battery Level is low. Aha. Das Problem, was man hier einfach hat, ist, dass wenn man hier oben ist und einer kommt unten rein, habt ihr sehr... Also wenn ihr Pech habt und der Typ gut ist, dann kommt ihr hier nie wieder runter. Dann ist es sinnvoll, wenn man einen Teammate unten hat, der halt da stehen bleibt und covert. So. Okay, da haben wir ein bisschen Pech, aber hier wäre jede Menge von dem Stuff. Aber der Raum ist super, was das angeht. Der Raum gegenüber ist auch gut. Und das Haus da hinten ist auch super. Da gehen wir jetzt noch hin. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber das ist, was ich meine. Wir sind 10 Minuten Raid. Die meisten Fights sind jetzt vorbei. Außer da hinten. Toll. Ja, vielleicht helfen wir trotzdem mal die Zigaretten und das Geld. Oh. Ja, meint, das sind die Boys. Ich bin tot, da kommt die Nate. Es sind die Boys. Bei den Boys ist wichtig, wenn die Akku auf euch haben, die aimen gerade auf mich. Durch die Wand. Wenn die mal Akku haben, dann müsst ihr denen so ein bisschen Zeit geben, sich zu beruhigen. Sonst klatschen die euch einfach direkt weg. Wenn ihr gleiche Stelle normal peakt bei den Boys, dann seid ihr sowas von tot. Hey Jay. Also wir machen einen sehr weiten Bogen jetzt. Aber wir können die Boys nicht... wir können nicht frontal auf die Boys zurennen. Das ist... Nee. Wir müssen Rajala sowieso töten für die Jägermission. Also wenn wir das hinkriegen, wäre optimal. Ist aber eine ganz schöne Herausforderung. Am einfachsten ist das mit einem Range-Scope. Von weit, weit weg. Aber wir probieren's. Ey. Aber ganz wichtig jetzt für den Fight. Rucksack weg damit. Wir wollen so leicht sein wie möglich. Müssen wir erstmal rausfinden, wo die sind. Wir wissen, dass einer draußen ist. Aber es sind 4 Guards. Plus Rashala. Bleibt immer in der Nähe von Deckung. Eben. Jetzt können die pushen, deswegen gehen wir in Deckung. Wenn die euch spotten, machen die Regel
eins von drei Sachen. Sie werfen einen Nade, sie pushen euch oder sie setzen sich einfach hin. Und wenn die pushen, dann kommt dieses Power Slide Gedöns. Das wollen wir nicht, deswegen haben wir uns zurückgezogen. Aber wir wissen jetzt, wo Ashala ist. Er ist da in der Ecke. Ne, wir sehen auch nicht durch die Box durch. Ja, Mist. Der überlebt Headshots, das ist doof für uns. Okay. Ja, wir haben halt keine gute Muni. Heißt, wir müssen jetzt echt ein bisschen an den Boys arbeiten. Okay, die haben sich nach unten zurückgezogen. Versucht nicht zu viel von euch zu zeigen. Ah, das ist... Dammit. Ich meinte, das war ein Headshot, aber... Weil ein paar sind jetzt draußen, wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Die könnten so verstreut sein. Das ist echt schwierig gerade. Vor allem, wenn jetzt andere Spieler hier hin aimen, dann wird's doppelt schwer. Ein Guard ist tot. Also hier war ein Spieler, der gegen die gefightet hat, aber der muss tot sein. Für den Inferno sehe ich keinen. Wir müssen kurz hier oben gucken. Hier setzen sich dann gerne Spieler hin und snipen. Immer ein Auge da drauf halten. Wir könnten nicht auf den Container gehen, aber das ist halt ein Full Commit dann, weil wir kommen nicht mehr hoch. Was ist da eigentlich? Ja, der ist hier unter uns. Okay. Okay, wir gehen von der Seite wieder rein, wo wir wissen, dass es, oder halbwegs wissen, dass es safe ist. Vorne durchzurennen ist Selbstmord. Kurz den Raum hier clearen, dann wissen wir noch nicht, ob der safe ist. Perfekt. So. Er ist echt, also ist herausfordernd gerade. Nicht einfach. Wir wissen nicht, wo sie sind. Okay, wir können nicht hier raus, weil da haben wir links und rechts einen Enkel und wissen nicht, wo er ist. Okay. Also hier um die Ecke ist einer. Jetzt die APK hier hat übelst viel Recoil. Also wenn ihr schießt, müsst ihr die Maus sehr schnell nach unten ziehen, um das zu kontrollieren. Ah, er lebt noch. Shit. Shit, Reshala lebt noch. Aber wenn man denen so viel Damage reindrückt, dann heilen sie sich gerne. 0 von 300, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Also wenn wir Glück haben, heilt er sich. Wenn wir Pech haben, ist er jetzt im Full-Aggro-Modus und drückt uns gleich einen Headshot. Okay. Das war Reshala, Freunde. Eben, sehr vorsichtig, langsam vorarbeiten. Ich glaube, das ist so das Wichtigste bei dem Boy. Da. Aber wir looten die gar nicht groß, weil wir haben jetzt eine wichtige Mission, die wir abgeben können. Heißt, wir nehmen unseren Rucksack und verziehen uns. Also. Wir könnten jetzt groß looten. Vielleicht wäre sogar was Gutes dabei, aber wenn wir die Mission, die kann echt lange dauern. Reshala finden und töten und die TT-Pistole. Wenn ihr Pech habt, hat er seine TT nicht dabei. Also wenn ihr die habt, raus. So, perfekt. Die Daily haben wir damit auch. Nice, aber ja, das wäre im Grunde so, wie man die Boys macht. Vorsichtig, langsam. Stück für Stück. Nichts übertreiben. Wenn sie euch überraschen, wieder zurück in Deckung, weil sie könnten euch pushen. Und wenn die euch pushen, dann sind die brutal. Also, immer vorsichtig. Wir haben erstmal Farming. Haben wir das hier gefunden? T-Shirt plagt leider nicht. Das suchen wir gleich weiter. Aber, ey, wir haben eine Jägermission abgeschlossen. Und zwar eine ziemlich heftige eigentlich schon. Ashala getötet. Nice. Ich denke, ah, die Daily natürlich auch, stimmt. Dann nochmal ordentlich XP. Wir sind Level 20.
Wir machen das noch ein bisschen weiter, weil ihr werdet noch nicht Level 20, wenn ihr das genau nachgespielt habt. Weil ich ja letzte Woche noch gespielt habe und das rausgenommen habe. Deswegen, wir werden das weitermachen, bis ihr dann auch Level 20 werdet, keine Sorge. Dann schließen wir jetzt noch kurz die zwei Missionen ab. Zum einen eben das Tushonka-Dings und zum anderen für Mechanic das Plug. Die T-Shape-Plugs findet man sich ziemlich häufig auf Reserve in diesen Drawern oder Schubladen, wie man sie nennen will. Und das haben wir dann gemacht, einfach als Scav. Komm schon! Plug! Easy! Also muss nur schreien, ne? Das ist der Trick. So, also gehen wir das noch ab. Dann haben wir das auch. Voilà. So, nice. Und nochmal 5000 AP. Und vor allem kriegen wir jetzt Bad Habit. Und das ist geschenkt praktisch. Ja, wir schauen dann nächste Woche noch an, wo man die findet, wenn man das wirklich forcieren will. Aber wir haben so viel EP gemacht heute. Aber eben, das wäre so, wie man es machen würde. Nächste Woche können wir dann schauen, wie wir wieder so ein paar Missionen verknüpfen können. Aber wir brauchen nur noch eine Mission. Und dann haben wir Mechanic auf Level 2. Und dann können wir die Workbench bauen. Dann haben wir Zugang zu neuer Munition und besserer Munition. Und damit ändern sich dann wieder alles. Dann haben wir wieder mehr Waffen, die wir spielen können, mehr Auswahl. Im Moment, ich habe euch drei vorgestellt, die richtig gut sind, aber dann gibt es dann auch nochmal eine ganze Menge mehr. Also das wird sich dann ordentlich verändern mit dem nächsten Level von Mechanic. Und eben, das können wir mit Bad Habit und dann haben wir das. Das ist ziemlich easy. Oder wir machen das Grafikpaket. Oder wir finden 60er Mac oder Signal oder Öde Daily. Ich könnte jetzt die hier machen. Ich kann einfach bei Reserve kurz rausrennen, dann hätten wir den, aber eben, es soll halt nachspielbar sein, deswegen machen wir das nicht. Wir machen Bad Habit nächstes Mal. Und dann geht's richtig rund mit der neuen Muni. Dann fängt der Wipe an, ne?